Boah. Ja, aber nicht so gut. Der war miserabel. Ein miserabler Kampf. Ja, muss ja auch mal sein, muss ja auch mal sein. So, wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, ich kann ja mal hier hinspringen. Oder auch teilweise dahin. Oh, guck mal hier. Das ist eine Riesenknospe. Sie ist eine seltsame Pflanze, die die vergrabenen Schätze umhüllt und sie heraufbringt. Aber jetzt hat es noch niemand geschafft, sie zu öffnen. Es wird gesagt, dass nur die Götter wissen, auf welche Art man sie öffnet. Du weißt nicht zufällig, wie man sie öffnet, oder? Also spontan würde ich ja mal sowas vermuten. Okay. Das war nicht so schwer. Denn so haben wir ja bislang die ein oder andere Knospe durchaus schon aufbekommen. Auch an den Bäumen. Ah, Lackwaren-Set. Jedes Stück dieser japanischen Lackware ist einzigartig. Das hört sich teuer an. Und da kriegen wir wahrscheinlich eine Menge Geld für. Ja, sind hier noch mehr solcher Dinger? Oh, da hinten ist jemand. Ein Junge, mit dem können wir mal reden. Oh, da hinten war noch was. Das ist ja cool. Dann mache ich die alle mal auf hier. Glasperlen. Noch mehr. Ah, Kamera ist etwas träge. So, was ist denn hier? Das ist nur ein Stein. War ich hier jetzt schon? Ich glaube, hier war ich schon. Hey. Dann gehen wir nochmal hinten zu diesem Jungen. Oder was ist denn? Da ist noch jemand. Oh, da ist auch noch sowas. Noch so eine. Wie heißt denn Dinger? Ich bin den Namen schon vergessen. Naja. Stahlfaustsake. Sarke aus dem Geist des Stahls. Erhöht zeitweise Angriffskraft. Sehr gut. Nein, was mache ich denn da? Wo will ich überhaupt hin? Da wollte ich hin. So. Hallöchen, kleiner Junge. Armer Ume. Kokari heißt der kleine. Armer Ume, ich frage mich, ob er okay ist. Oh, hallo, Hündchen. Bist du auch alleine? Ich bin Kokari. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Junge des Waldes, Kokari. Was ist das? Das ist meine Angelrute. Was das ist? Das ist meine Angelrute. Eigentlich ist da aber gerade keine Angelschnur oder Angelhaken dran. Aber dafür gibt es einen Grund. Und der wäre? Mein Hund Ume und ich haben neulich diesen geheimen Ort erkundet. Ein uraltes Gebäude, das als die Zuta-Ruin bekannt ist. Wir wären niemals in die Ruine reingekommen, wenn wir nicht tief im Wald einen Schlüssel gefunden hätten. Aber als wir reingegangen sind, hörten wir aus der Tiefe ein schreckliches Brüllen. Und sofort raus. Ich habe den Eingang zu den Ruinen wieder verschlossen und bin nach Hause gelaufen. Ich dachte, Ume wäre mir gefolgt, aber er war nirgendwo zu finden. Ich wette, er ist in den Ruinen gefangen. Er muss am Weinen sein, ganz allein und voller Angst. Wenn du weißt, wo er ist, warum rettest du ihn dann nicht? Du solltest jetzt nicht angeln. Aber dafür gibt es einen Grund. Weißt du, auf meinem Weg von den Ruinen nach Hause bin ich am Wasser hingefallen. Und der Schlüssel fiel hinein. Ich habe mich ganz doll angestrengt, ihn wieder rauszuholen, aber ich habe all meine Angelschnüre und Haken verloren. Alles, was ich jetzt noch habe, ist diese Angelrute. Buah. Oh, Junge. Ich habe mich ganz doll angestrengt, den Ruinenschlüssel wieder rauszuholen, aber ja, das hast du gerade schon gesagt. Alles, was ich habe, ist die Angelrute. Oh ja, das tut mir leid. Wie kommen wir denn an Angelschnüre? Vielleicht bei einem Händler oder so? Nein. Springen wir rüber. Hier ist nämlich gerade so eine verfluchte Zone. Die beleben wir gerade mal wieder so ein bisschen.
Ja, zum Dank dürfen wir wieder Karnickel füttern. Naja, gut. Grünzeug. Ja. So, da hinten ist der Junge und ich mache gerade noch diese Knospen hier auf. Exorzismus S, sehr gut. Geringer Schaden und hier. Das sind Holzbären. Also schon ziemlich fett, was sich hier in diesen Knospen verbirgt. Das ist ja jetzt echt nicht ohne, diese Geschenke. So, wer ist da hinten? Da hinten ist irgendwer. Eine besorgte Person. Das könnten die Ruinen sein, oder? Sieht so ein bisschen so aus. Werde ich gleich einen Besuch abstatten. Ich gucke vorher nochmal hier rein. So. Verbraucht gebratenes Fleisch. Das Braten verbessert den Geschmack. Füllt den Magen. Gebratener Fisch. Okay. Ja, ansonsten ist jetzt nicht furchtbar viel. Hier sieht aus, als käme man hier über eine Wendeltreppe nach oben, aber ich glaube, das ist nicht für uns bestimmt. Ist da oben zum... Achso, da oben ist... da pennen die wahrscheinlich. Na gut, okay. Wer auch immer hier wohnt. Die Person ist nicht zu Hause. Das heißt, wo wollte ich noch hingehen? Irgendwo hier? Von wo aus? Ach, hier kann ich noch mehr füttern. Bitteschön. Grünfutter, sehr gut. Ja, dann könnte ich ja eigentlich mal... Wo lang? Was ist denn, was leuchtet denn da? Das ist ein Riss in der Wand. Boah, es gibt so viele Sachen, die ich hier, die ich machen könnte. Erstmal soll ich erstmal zu dem da? Soll ich erstmal zum Riss in der Wand? Ich gehe mal zum Riss in der Wand. Rabatt. So, was ist hier? Okay. Eine Katzenstatue. Hm, paar dir das mal Gesicht von dieser Statue rein. Sie hat den gleichen leeren Ausdruck wie du. Ich glaube, mit den Dingern können wir noch nicht so viel anfangen. Ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe es ehrlich gesagt auch bei meinem alten Spielstand noch nicht rausgefunden. Aber, also, was man mit diesen Statuen macht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man was mit denen machen kann. Und ich glaube auch, dass wir da einen weiteren, eine weitere Pinseltechnik für brauchen. So. Nein. Mein Gott, was mache ich denn da? So, da hinten der auch. So, und dann ein Bäumchen zwischen euch. Zack. Bams! Und es fliegen die Fetzen. Jo. Nein. Dann kriegst du ein Bäumchen. Bams! So, und bist versteinert? Ja, bist du. Da kriegst du nämlich noch ein Bäumchen hinterher. Ich mache nämlich so richtig schön viel Schaden. Und noch ein Strich. Das war's. So, kommt noch einer, oder sind wir mit dem Häuschen hier fertig? Nein, wir sind fertig. Juhu. Ist noch irgendwas passiert? Ja, ein paar Vögelchen. Susano, hey!
Wir waren doch gerade noch Vögelchen. Ich will die füttern. Da. Hey Susano, wie hast du es überhaupt reingeschafft? Hm? Nicht du schon wieder, Bello. Warum musst du mir mal folgen? Ich bin beschäftigt mit meiner neuen Geheimtechnik zu üben. Weißt du, in der Taka-Ebene hinter diesem Wald lebt ein schreckliches Ungeheuer. Es ist unter dem Namen Rot Irgendwas bekannt. Und es gibt Gerüchte, die besagen, dass es 100 Anhänger hat. Was meinst du mit Rot Irgendwas? Der Name ist mir halt entfallen, das ist alles. Ist ja auch egal, ich muss in die Taka-Ebene von diesem schrecklichen Monster erlösen, bevor es noch irgendwen verletzt. Aber zuerst muss ich mich noch meine ultimative Geheimtechnik üben. Und außerdem ist die Brücke zur Taka-Ebene eben kaputt. Zur Taka-Ebene kaputt. Also, warum sich beeilen? Aber hab keine Angst. Wenn ich diese Technik gemeistert habe, dann werde ich weiterreisen und die Bestie erschlagen. Selbst wenn ich durch die tosenden Fußmuhlen schwimmen muss. Und jetzt lass mich in Ruhe, du Töle. Ich muss hier ernsthaft trainieren. Penner. Na, da guckst du doof, ne? Oh, oh. Ja, hier. Trainier hiermit mal. Hier. Ich geb dir mal einen Punching Ball. Hä? Ja, da guckst du. Haha. Du nerviger Kläffer, ich habe doch gesagt, ich trainiere. Ja. Ah. Okay. Wann machen wir das denn, dass wir nochmal in die, in das Dorf Kamiki zurückgehen? Oh, hallo Reh. Was isst du denn? Isst du Samen? Nein, du isst Grünzeug, ne? Natürlich. So, Glück schon wieder auf 125, das ist cool. Und wir haben wieder eine... Ah. So. Ja, Grünzeug. Erhalten, Wasser verbessern. Ja, muss ich mir mal angucken. Ansehen, was ist das denn? Also das ist die Zuta-Ruin. Der Ort, wegen dem Kokari solch einen Aufriss macht. Das Tor ist fest verschlossen. Hey, hat der Junge nicht gesagt, er hätte den Schlüssel im Wasser verloren? Ja, wie soll ich denn jetzt an den Schlüssel rankommen ohne Angelrute? Ich gehe noch mal hier ein bisschen am Ufer rum. Hier haben wir noch längst nicht alles gesehen. Und wen haben wir hier? So, machen wir ein bisschen Radau. Und was ist mit dir? Wow. Wo ist er denn hin? Da ist er. Na, ist er verwirrt? Nee, ist er nicht. Schade. Aber er ist schwarz, weiß nicht, wohin läuft. Dann legen wir ihm mal was in den Weg. Na, schade. So. Yep, schon besser. Also mit der Bombe sind die Kämpfe ja fast zu einfach. Flüchten wollte ich eigentlich nicht. Den Kampf nehmen wir noch mit. So. Ein bisschen zu lang gebraucht, aber passt schon. Danach wollte ich, ne? Was ist denn? Dich habe ich noch nicht gefüttert. So, Grünzeug.
kennt alle noch. Hier ist wieder ein Gegner. Die fangen einen geradezu auch so ein bisschen ein, ne? Ist manchmal gar nicht so einfach, den auszuweichen. So, was ist da hinten? So, und dann machen wir ein paar Bäumchen. Ziehen wir mal alle Register hier. Aber das ist jetzt irgendwie nicht so schwer. Verbraucht Kürbis. Aha. So. Da kommt ein neuer, dem wir sofort seine Gitarre klauen. Oh, der wehrt sich. Aber solche Chance hat er nicht. Okay, wir haben leider ein bisschen Schaden genommen. Aber soll uns auch nicht weiter stören. Boah, schon wieder pennende Viecher. Aber soll uns recht sein, so kommen wir auf. Was haben wir, 133 jetzt oder so? Wow, 145, cool. Okay. Gegner. Geradeaus zu den Zuckerruinen, rechts zur Taka-Ebene. Also das heißt, hier geht's, ne? Naja, wisst ihr Bescheid. So, was haben wir hier? Kampftipps. Schriftrolle, nützliche Informationen. Okay.